Es kommt noch etwas Großes auf uns zu. Das Finale von Sylvanas wird kommen. Aber wie wird es enden? Hey, ich bin der Fuchs und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um World of Warcraft. Aktuell arbeite ich am World of Warcraft Quest-Weltrekord mit über 9000 Quest-Videos und wenn du mich unterstützen willst, dann lass doch jetzt ein Abo da. In World of Warcraft bahnt sich ein großes Drama an. Der Sylvanas-Plot steuert auf ein Finale zu und damit wird wohl kaum jemand glücklich. Die Spielerschaft von World of Warcraft ist ein bunt gemischter Haufen. Besonders in Bezug auf die Story der letzten Erweiterung gibt es große Meinungsverschiedenheiten in der Community. Das reicht vom absoluten Fanboys, die jede Storyentwicklung grandios finden, über eine Gruppe mit eher gemischten Gefühlen bis hin zur Untergangsverkündern, die absolut jede Storyentscheidung der letzten Jahre als Katastrophe ansehen. Was passiert bald? In wenigen Tagen eröffnet der Raid Sanctum der Herrschaft mit 10 neuen Bossen. Besonders brisant der Endboss ist Sylvanas Windläufer. Die war in den letzten Erweiterungen schon arg umstritten, wurde in Shadowlands aber zur offenen Antagonistin. Nach mehreren Begegnungen in Torghast und einer Vielzahl von Cinematics, zuletzt im Ardenwald der Kampf gegen Tyranne, geht es nun endlich in den direkten Kampf gegen die Bungie-Königin. Der Kampf gegen Sylvanas wird immer wieder als besonders wichtig angepriesen. Immerhin soll das Ende des Kampfes das Schicksal der Schattenlande für immer verändern. Es ist also davon auszugehen, dass das Ereignis des Kampfes weltreichende Folgen hat und damit wohl auch in die Inhalte des nächsten Patches überleiten wird. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, was mit Sylvana am Ende des Raids geschehen könnte. Doch schon jetzt ist klar, ganz egal, was Blizzard auch vorhat, ein Teil der Community wird massiv unzufrieden sein. Was wäre bei Sylvanas Tod? Sollte Sylvanas einfach sterben, ist die Empörung groß, dass Blizzard wieder einen der letzten verbleibenden Warcraft 3 Charaktere verheizt hat? Für viele Spieler hat Sylvanas eine große Bedeutung. Auch wenn so manch einer sie nicht mehr sehen kann, verbinden einige vor allem Sylvanas mit dem Warcraft-Universum und wollen sich von der Bungie nicht verabschieden. Sylvanas entkommt und flieht. Die wohl langweiligste und abgedroschenste Variante wäre, dass Sylvanas mit einem bereits verhassten Enough den Kampf unterbricht und flieht. In irgendeine andere Welt der Schattenlande oder gar eine andere Dimensionsebene. Damit wäre aber wohl kaum jemand zufrieden. Sylvanas wird wieder gut. Manch einer hofft auch darauf, dass Sylvanas eine Art Redemption Arc bekommt, ganz ähnlich wie Kerrigan in StarCraft. Zwischen den beiden Charakteren gibt es viele Parallelen, weshalb manch kaum Fans spekulieren, dass auch Sylvanas sich wieder den Guten zuwendet. Das dürfte aber wohl nur möglich sein, wenn sie in irgendeiner Form unantastbar und notwendig für den Kosmos als Ganzes wird. Anders werden die restlichen Völker von Azeroth wohl kaum nicht ruhen, bis sie besiegt ist. Hinweise auf eine Veränderung von Sylvanas gibt es ein paar. So war ihr Blick deutlich verzweifelnd, als der Kerkermeister Anduin in seine neue Rolle gezwungen hat. Auch, dass sie nicht vom Tod Nathanos wusste, nagt an ihrem Vertrauen dem Kerkermeister gegenüber. Es bleibt weiterhin spannend und ich bin richtig heiß drauf zu erfahren, wie das alles endet und welches wird das nächste Kapitel sein. Wie ist deine Meinung zu der ganzen Sache? Schreib's mir doch einfach mal unten in die Kommentare. Ich wünsche euch nun viel Spaß im neuen Patch 9.1. Bis zum nächsten Mal, euer Fuchs.